So, dann ganz herzlich willkommen heute hier am Donnerstagabend zum Donnerstalk, einer Veranstaltung, die wir aus dem Heimathafen in Wiesbaden in die Welt senden. Ich bin gespannt, von wo aus ihr überall zuschaut. Wer mag, kann das ja schon mal gerne in den Chat schreiben. Der Heimathafen ist in Wiesbaden ein Coworking Space, ein Café. Und normalerweise findet die Veranstaltung hier im Heimathafen physisch statt, aber heute Corona-bedingt wieder einmal virtuell. Neben mir ist Hermann Sauer, herzlich willkommen. Gerne. Hermann ist Geschäftsführer der Comedio GmbH und ein Experte für Datensicherheit und Datenschutz. Denn heute in unserem Donnerstalk geht es ja genau um die Frage, was passiert eigentlich mit unseren Daten im Internet? Wer folgt uns da wie und warum eigentlich? Und ich glaube, das wird sehr spannend. Außerdem erwarten wir eigentlich noch den Dieter Carbon. Der ist der Leiter des Arbeitskreises für Internetsicherheit beim Verein der Ingenieure, auch ein ausgewiesener Experte, aber irgendwie, ich weiß nicht, er ist noch gar nicht da. Mal schauen, ob er hier noch gleich in Erscheinung treten wird. Ja, und da kommt schon eine Nachricht rein im Chat vom Carsten, der schaut uns wohl in Hanau zu. In Eschborn haben wir Leute, die zuschauen, in Mainz und sogar in Heusenstamm. Auch das ist eine interessante Entwicklung natürlich für uns im Heimathafen, dass wir jetzt einen deutlich größeren Wirkungskreis haben. Der Heimathafen vielleicht kurz ab noch. Wir könnt ja mal, es gibt diese Funktion, dass man die Hand hochhebt. Das findet ihr unten bei den Reaktionen. Ihr könnt ja mal die Hand hochheben. Wer war denn von euch schon einmal hier im Heimathafen in einem Donnerstalk? Also wer hat schon mal bei einem Donnerstalk teilgenommen? Da gehen schon einige Hände hoch. Eine Hand sehe ich, da noch eine Hand. Danke. Aber nicht so viele. Wie gesagt, die Hand rechts unten bei den Reaktionen. Ja, dann erzähle ich kurz noch was zum Heimathafen. Der Heimathafen, wie gesagt, hier in Wiesbaden, Coworking Space und Café. Und wir sind hier auf 450 Quadratmetern, wenn man es positiv hochrechnet. Unten im Erdgeschoss ist ein Café, ein tolles Café mit Restaurant. Kann man sehr gut essen. Da trifft sich die Wiesbadener Community der Kreativen, der Gründer, der Startup-Szene, aber eben auch sehr viele Sozialengagierte und setzt sich weiter hier oben in den Stockwerk. Wir sitzen gerade in einem unserer Meetingräume. Die kann man auch mieten als Unternehmen. Wir bieten Coworking-Sitzplätze hier an und wahnsinnig viele Veranstaltungen, ungefähr 100 Veranstaltungen pro Jahr. Und wichtig ist uns dabei, dass wir einen großen Beitrag eben auch zur lokalen Community beitragen, rund um die Themen ja, Veränderung, Transformation, Agilität und gutes Leben. Damit sind wir so ein bisschen hier in Wiesbaden das Wohnzimmer für die Kreativ- und Gründerszene. Der Donnerstalk ist dabei dann unser Familientreffen. Da geht es immer um Themen, die eine breitere Masse interessieren, aber eben auch viel um Themen im Bereich Kulturwirtschaft und Kreativwirtschaft. Und an dieser Stelle vielleicht schon mal großes Dankeschön an die Hessen-Agentur, die den Donnerstalk als Möglichmacher unterstützen, zu denen gleich noch ein bisschen mehr. Genau, es gibt uns seit 7 Jahren, was vielleicht noch interessant ist für den einen oder anderen, der als Freelancer bei euch von euch unterwegs ist, der selbst in der Kreativwirtschaft arbeitet. Wenn ihr Aufträge sucht oder zu vergeben habt, da haben wir einen Vermittlungsservice, Heimathafen Connect. Das könnt ihr euch auf der Internetseite mal anschauen. Da bringen wir Freelancer und Aufträge zusammen. Das ist vielleicht als kleine Werbung noch in eigener Sache. Die Hessen-Agentur, ich hatte es gerade schon erwähnt, das ist die nicht monetäre Wirtschaftsförderung des Landes Hessens. Die unterstützen die Kreativwirtschaft natürlich einerseits in ihrer Form als Wirtschaftsförderung, indem sie die politische Vertretung da auch übernehmen und die wahrnehmen, was eben im Moment in der Szene los ist. Aber sie machen ganz viel anderes rund um das Thema Wirtschaftsförderung. Wenn ihr ein Unternehmen habt oder selbstständig seid, dann schaut euch die Seite auf jeden Fall mal an. Findet ihr unter kreativwirtschaft-hessen.de oder unter feelslikehessen.de. Es gibt wirklich viele tolle Angebote der Wirtschaftsförderung, viele kostenlos. Und man kann, wenn man ein Unternehmen hat,
dort in sehr, sehr breitem Umfang Unterstützung bekommen. Ich beispielsweise habe die Newsletter seit 7 Jahren abonniert, ist eine der wenigen Newsletter, die ich noch lese, weil man viel mitkriegt über Förderprogramme, über Veranstaltungen und über Unterstützung. Das, wie gesagt, zum Land Hessen, die uns unterstützen. Nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Hermann, ich habe kurz schon eingeleitet, Geschäftsführer der Comedio GmbH. Ich übergebe dir mal das Wort und würde sagen, dass du dich auch am besten eigentlich ja selbst vorstellen kannst. Und ja, wir sind wirklich sehr gespannt, was uns heute erwartet, weil ich glaube, viele wissen tatsächlich gar nicht, was eigentlich so die ganze Zeit mit ihren Daten passiert. Es ist so ein Thema, von dem man immer mal wieder hört und man möchte ja nicht der Sonderling sein. Insofern akzeptiert man dann irgendwann, dass man vielleicht doch, getrackt wird oder dass irgendjemand seine Daten hat. Aber insofern ja, sind wir sehr gespannt, was du uns heute erzählst, weil du bist Experte für Anonymisierung und Datensicherheit und Tracking. Und ja, John Tracker wird uns ja nachher auch noch eine ganze Menge verraten. Insofern, dir gehört das Wort. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Ja, Hermann Sauer ist mein Name und ich bin Geschäftsführer der Firma Comedio. Und die Comedio GmbH ist eine Firma, die ich mit 7 Partnern gegründet habe, schon 2014. Und die nur einem Zweck dient, nämlich dem Technik-Laien und auch Firmenexperten Mittel an die Hand zu geben, um sich im Internet die Sicherheit zu erhöhen und auch sich gegen anlasslose Massenausspähung im Internet zu wehren. Und da gucken wir einfach mal ein bisschen tiefer rein. Erstmal, wer überhaupt Interesse hat an unseren Daten. Und wenn ich sage unseren Daten, dann haben die natürlich auch irgendeinen Zweck damit, warum die unsere Daten wollen. Da kommen wir später dazu. Aber es sind eigentlich 3 Gruppen, die an unseren Daten Interesse haben. Und wenn ich sage an uns, dann ist es erstmal völlig egal, ob das eine Privatperson ist oder irgendeine Rolle eines Mitarbeiters in einer Firma. Auch das ist dann meistens sehr interessant, was der dann da gerade in der Firma macht. Und das sind, wie gesagt, 3 Gruppen. Das erste sind Geheimdienste. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt die deutsche Geheimdienste, sondern vor allen Dingen ausländische Geheimdienste, die möglichst viele Daten abschöpfen im Internet, die so ziemlich alles, was an Daten hin und her geschickt wird, abfangen und durch Filter schicken und wenn es irgendwann mal notwendig wird, dann irgendwann mal analysieren. Und die zweite Gruppe sind Hacker, die bösen Hacker, sind kriminelle Hacker. Der Begriff Hacker ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Es gibt auch gute Hacker, aber hier meine ich jetzt mal die Hacker, die uns irgendwelche Viren schicken oder Ransomware oder was es alles Schönes gibt, um uns dann zu erpressen oder auch erstmal nur auszuspionieren, Passwörter oder Kontoinformationen und die dann im Internet zu verkaufen. Das ist die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe, das sind sogenannte kommerzielle Datensammler. Klar, wir kennen welche, das ist Facebook, Google und so weiter, die kennen wir alle. Es gibt vor allen Dingen Datensammler im Hintergrund, die nicht so bekannt sind und auf die ich heute ein bisschen näher eingehen werde, weil die eigentlich die treibenden Kräfte hinten sind im Hintergrund und noch viel mehr Daten von uns haben und noch ganz andere Geschäfte damit machen. Wir werden uns in dem Vortrag heute vor allen Dingen auf diese kommerziellen Datensammler konzentrieren. Und die 3 Gruppen, die arbeiten sehr eng zusammen. Einmal haben die Geheimdienste natürlich auch Zugriff auf das, was die kommerziellen Datensammler alle so sammeln. Gerade in den USA, natürlich auch in anderen Ländern, kommt immer wieder vor, dass die angezapft werden. Und das, was diese kommerziellen Datensammler alles an Informationen über uns haben, geht dann auch an die Geheimdienste. Die werden hier aus. Die kriminellen Hacker hacken natürlich auch Facebook, Google und so weiter und kommen auch an die Daten ran. Und dann ganz wichtig natürlich, dass auch die Geheimdienste die Dienste der kriminellen Hacker gerne in Kauf nehmen. Also gerade in gewissen Ländern wie China und Russland weiß man, dass dort sehr viele Aufträge an kriminelle Hacker vergeben werden, die dann sich in Firmen oder auch in irgendwelche sonstige Netzwerke einhacken. Und die kaufen auch teilweise natürlich Softwarelücken auf die Geheimdienste oder auch die Polizei, um dann diese Softwarelücken zu nutzen, um dann so ein Staatsorgan irgendwo zu platzieren. Was mich an dieser Stelle mal ganz kurz interessieren würde, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, wovor habt ihr denn am meisten Sorge? Also sagt ihr, naja, bei den Firmen, da wird nichts schon passieren, die wollen ja irgendwie auch mich als Kunden behalten, habt ihr eher Sorge vor den Geheimdiensten? Oder habt ihr eher das Gefühl, naja, die Geheimdienste, die sind ja eine staatliche Organisation,
Da wird nichts passieren. Es sind eigentlich eher die Firmen, die Schindluder treiben. Das könnt ihr ja mal schreiben. Ich habe mal gehört, dass sich das ein bisschen unterscheidet, je nachdem, wo man lebt zum Beispiel, dass die Amerikaner deutlich größeres Vertrauen in ihre Geheimdienste haben, weshalb eben sowas wie die Projekte, die Edward Snowden noch offengelegt hat, da viel eher gesellschaftlich legitimiert sind als vielleicht bei uns, während die Deutschen sehr, sehr große Bedenken davor haben, ihre Daten bei Privatunternehmen zu haben und vielleicht wie im Heimathafen hier ihre Gästeregistrierung auszufüllen. Also schreibt das doch gerne mal in den Chat. So, und dann gibt es ja die Firmen, sowohl in Deutschland, aber vor allem auch in Israel gibt es sehr viele Firmen, die stellen Hacker-Software her, kommerziell und verkaufen die. Und diese Hacker-Software, da ist zum Beispiel die Firma Fische, ist eine deutsche Firma, die solche Hacker-Software herstellt, die wird auch gerne von totalitären Staaten gekauft, um unbequeme Leute in ihrem Land zu überwachen oder auch denen irgendwelche Straftaten unterzuschieben. Und auch unsere deutsche Regierung ist Kunde von dieser Firma, ganz überraschenderweise. Mhm. Finden die das dort? Wo sitzen die denn? Ich glaube, in der Nähe von München. Ich bin mir nicht sicher. Finnfische. Okay, das hätte man gar nicht gedacht. Ne? Ja, ein Produkt ist FinSpy. Okay. Ist gerade rausgekommen, dass auch Ägypten ein guter Kunde ist und dass diese deutsche Firma an Ägypten solche Überwachungssoftware geliefert hat, damit entsprechende Personen, die den Staat nicht so bequem sind, damit überwacht werden können. Okay. Da helfen also auch deutsche Firmen mit. So, und wir werden immer überwacht. Das ist nichts Unbekanntes. Ich habe aber einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also hier zum Beispiel gibt es die Webseite der anonymen Alkoholiker. Und wenn man die aufruft, dann wird auch sofort Daten an Google geschickt. Zumindest mal die IP-Adresse und mehr so ein Fingerprint, mit dem ich näher nochmal komme. Und dann weiß auch Google, dass ich jetzt diese Seite aufgerufen habe. Mhm. Zweites Beispiel ist hier die Telefonseelsorge. Die hat aus irgendwelchen Gründen hier eine Firma eingebunden, ReadSpeaker, ist ein schönes, nettes Tool, sodass man im Prinzip sich auch die Seite vorlesen lassen kann, falls man behindert ist. Ist eigentlich ganz nett, aber jeder, der die Seite aufruft, geht sofort die Daten an ReadSpeaker, egal ob er dieses Feature nutzt oder nicht. Der Programmierer hat es einfach mal reinprogrammiert. Das heißt, so eine Internetseite wird zusammengebaut aus sehr vielen verschiedenen Diensten. Die kann man dann sich buchen als Firma, wenn man das auf seiner Internetseite haben möchte, aber man die Firma, die das macht oder die Organisation, zahlt dann im Prinzip mit den Daten wiederum ihrer Nutzer. Das heißt, ich als anonymer Alkoholiker oder als Telefonseelsorgenutzer habe eigentlich gar nichts davon. Du weißt gar nicht, dass du damit überwacht bist von einer Fremdfirma. Und warum der Programmierer das da reinprogrammiert hat, das hat unterschiedliche Gründe. Manchmal kriegt man eine Schrift von dieser Firma, von Google-Schriften sind sehr üblich einzuprogrammieren, manchmal nur irgendeinen kleinen Zähler. Oder auch wie Google Analytics, man kriegt Statistiken über die Webseite und so weiter. So. Das heißt, die Firma hat einen Nutzen, aber ich jetzt als Nutzer der Internetseite nicht unbedingt, aber die Daten, die liefere ich dann quasi als Endnutzer. Genau. Mhm. Und meistens ist es so, dass der Verantwortliche für diese Seite gar nicht weiß, dass die Daten dahin gehen, weil der Programmierer das gemacht hat und nicht unbedingt sich die Genehmigung von dem eigentlichen Betreiber dieser Seite sich vielleicht gar nicht geholt hat. Mhm. Und es ist mittlerweile so schlimm geworden, dass man weiß, etwa 87% aller Webseiten beinhalten solche Datenträger mittlerweile. Und nicht nur einen, wie jetzt hier bei den zwei Beispielen, sondern im Durchschnitt fast 10 verschiedene Firmen, die einen dann überwachen, wenn man eine Webseite aufruft. Das heißt, eigentlich 13% sind eigentlich ohne Träger. Wikipedia zum Beispiel hat keine Träger und wir auch nicht. Aber man muss schon richtig suchen, bis man eine Webseite findet, die nicht Daten an eine andere Firma liefert. Die weiß aber jetzt nicht, warum ich auf der Seite bin. Also vielleicht wollte ich ja nur mich für jemand anderen informieren. Da habe ich die Frage ein bisschen hingeschrieben. Natürlich. Die weiß nämlich sehr viel und das ist das Verblüffende, wieso die überhaupt so viel weiß, aber das kommt nachher im Vortrag auch ein bisschen raus. Da sieht man das jetzt nochmal, welche Firmen eigentlich Daten weitergeliefert kriegen über mich, wenn ich sie aufrufe. Das heißt, wenn ich auf die Ärzte-Seitungsseite gehe. Dann in dem Beispiel sieht man, dass an 12 Firmen jetzt Daten geliefert werden. Mhm. Und je nachdem, was du da jetzt aufrufst, werden wieder neue Daten geliefert. Das heißt, diese 12 Firmen kriegen mit, dass du die Daten, diese Seite jetzt aufrufst und das heißt, du hast ein gewisses Interesse an diesem Artikel und das ist nur ein Beispiel, aber wir können auch mal wetter.de sehen, da sind es 30 Firmen, die direkt Daten von dir kriegen oder hier Handelsblatt hat 28 verschiedene Firmen und diese Seiten habe ich abgerufen, noch nachdem die europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, also die bekommen immer noch so viele
Daten. Aber die wissen ja nur, dass ich da, die wissen ja nicht viel, oder? Das erzählt sie sich ja gleich noch. In dem Moment wissen sie noch nicht viel, genau. Mhm. Aber was sie kriegen, ist ein sogenannter Fingerprint. Das heißt, die wissen genau, dass du das bist. Mhm. Und da du ja nicht das erste Mal eine Internetseite aufrufst, sondern die letzten Jahre viele Internetseiten aufrufen hast, kann man die Informationen zusammen verknüpfen. Und da kommen noch viele weitere Informationen dazu, das sehen wir gleich noch. Mhm. So, ich habe aber als Beispiel mal oben Facebook dazu genommen. Mhm. Ja, es ist ja klar, dass sie sammeln, aber... Klar, ist klar, aber ich will trotzdem mal zeigen. Ich habe hier einfach mal ein paar typische Seiten aufgerufen, die man so typischerweise benutzt. Ja, mal hier ein paar Zeitungen hier links oder oben hier so ein paar Reiseportale oder Fernsehsender oder rechts ein paar Einkaufsportale, aber auch Banken. Und jede dieser Seiten, die ich hier aufgeführt habe, schickt sofort Daten an Facebook. Hm, das ist sozusagen das Umgedrehte. Genau, das umgedrehte Sichtweise. Mhm, richtig. Verstehe. Und das machen die schon bei der ersten Seite. Also ich habe da noch gar keine Datenschutzbestimmungen gelesen oder sowas oder irgendeinen Cookie bestätigt, was man ja mittlerweile überall machen muss. Das ist völlig unabhängig davon. Die schicken einfach die Daten dahin. Und da das Handelsblatt auch Daten schickt, kann man mal sehen, wie das dann aussieht. Also das Handelsblatt schickt eben nicht nur an Facebook, sondern eben auch an diese knapp 30 Firmen. Und jede andere Seite, die ich irgendwann mal aufgerufen habe, schickt auch Daten an Facebook. Und so schließt sich dann irgendwann der Kreis, dass natürlich alle Daten irgendwann zusammengeführt werden, aber man sieht gleich, wie das noch viel interessanter funktioniert. Mich würde mal interessieren, ganz kurz, könntet ihr auch nochmal schreiben, ist euch das schon so bewusst, an inhaltlicher Tiefe vielleicht auch, ist euch klar, dass so viele Daten abgespeichert werden über euch bei Unternehmen, wenn ihr Internetseiten aufruft, dass dort Daten über euch weitergegeben werden in Form von Profilen? So, und Facebook habe ich jetzt mal aufgerufen aus Sicht eines Werbetreibenden. Mhm. Also ich bin jetzt kein normaler Facebook-Nutzer, sondern ich bin eine Firma, habe eine Webseite und möchte gerne jetzt mal, dass möglichst viele Werbung auf den Seiten, die wir eben gesehen haben, geschaltet wird, damit die möglichst auf mich draufklicken und auf meine Webseite kommen. Das kann ich eben bei Facebook buchen. Mhm. Und ich habe hier als Beispiel mal genommen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne vermögende Witwen, immer ein Weingebiet, die japanische Küche und Wein mögen. Also eine sehr eingeschränkte Gruppe, vielleicht ein bisschen strange. Und dann kann man hier rechts sehen, Facebook sagt, ja, okay, Gruppe habe ich hier so angenommen. Und ich schätze mal, dass da etwa 200 bis 600 Seiten ich das adressieren kann und dass es auch 6 bis 32 Klicks gibt dann auf meine Seite von dieser Zielgruppe. Das heißt, wenn ich wirklich sehr spezifisch Leute mit meiner Werbung ansprechen möchte, kann ich das da ganz genau einstellen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nur für Leute, die tatsächlich auf Facebook auch angemeldet sind und Facebook benutzen, nee, oder? Gar nicht, die ein Profil haben und die Facebook aktiv gesagt haben, ich bin jetzt verwitwet. Nee, gar nicht. Sondern jetzt wird es interessant. Wir haben eben gesehen, wer alles Daten an Facebook schickt, diese vielen Seiten, und die machen das teilweise, weil sie auf ihrer Seite Werbung schalten von Facebook. Ja, das heißt, wir haben Handelsblatt als Beispiel gesehen, die das machen, und dann wird unter anderem jetzt vielleicht auf Handelsblatt, wenn jemand Handelsblatt aufruft, eine gewünschte Seite und das Profil mitbringt, dass ich hier unten angebe, kriegt der oder diejenige die Werbung angezeigt. Das sind also gar keine, das können Leute sein, die noch nie Facebook gesehen haben, die auch noch nie einen Like-Me-Button gedrückt haben, sondern irgendeine Seite im Internet aufrufen. Einfach nur, weil ich das Internet benutze. Genau. Okay. Jetzt fragen wir schon, also insgesamt gibt es 1300 Kategorien bei Facebook, mit denen ich das eingrenzen kann und kombinieren kann. Da fragt man sich natürlich, wie kommen die eigentlich an so detaillierte Daten dran, was ich jetzt finde, was ich Weinliebhaber bin oder die japanische Küche mag. Das habe ich ja nie irgendwo bekannt gemacht. Da kommen wir jetzt gleich mal hin, wie die das überhaupt rauskriegen. Ich weiß ja manchmal selbst nicht, was es mag. Ja, genau. Wahrscheinlich wissen die mehr über mich. Ganz genau. Ja. Und es ist eben nicht nur Facebook, sondern man schätzt im Moment etwa 81.000 Firmen, die aufgrund dieser Daten das als Businessmodell gemacht haben, die irgendwo Daten herkriegen und was mit den Daten machen. Und das Schlimme ist einfach, dass diese Daten, die da gesammelt werden, ja nie gelöscht werden, weil das ist das Kapital dieser Firmen. Die werden immer nur verbessert und verfeinert und ergänzt. Und man kann sich vorstellen, dass durch Big Data Algorithmen und KI in Zukunft natürlich noch viel mehr Daten daraus, noch mehr Informationen aus diesen Daten gewonnen werden können als heute. Und ganz wichtig eben, dass diese Firmen nicht nur die Mitglieder wie Facebook überwachen, sondern alle Firmen, alle, die im Internet irgendwo unterwegs sind. So, und es ist eben nicht nur der Browser, wo ich draufklicke, sondern ein ganz wichtiges Überwachungsinstrument ist natürlich das mobile Telefon, Smartphone. Und da gibt es eine recht interessante Studie, die gemacht wurde. Die haben einfach mal so 1 Million kostenlose Android-Apps analysiert, welche Tracker in diese kostenlosen Android-Apps reinprogrammiert wurden. Und hier so eine Liste. Man sieht natürlich die Firma Alphabet, also Google und ihre Töchter,
sind bei 86% alle dieser kostenlosen Apps reinprogrammiert. Das heißt, egal welche App ich da im Prinzip installiere, solange sie kostenlos ist, kann man schon davon ausgehen, die Daten gehen direkt an Google. Mhm. Oder es gibt hier, übrigens sind das alles amerikanische Firmen, wenn man hier mal so sieht in der Statistik. Es gibt natürlich Microsoft, Verizon ist ganz interessant, die hier in der Mitte stehen, große Überwachungsfirma mittlerweile. Mhm. Und wie die das machen in diesen Apps, wie die überhaupt reinkommen, ist ein Beispiel, ist die Firma Flurry. Mhm. Flurry ist eine kleine Softwarebibliothek, die gehört zur Verizon. Verizon ist ein großer Mobilfunkanbieter in den USA und die haben Flurry gekauft. Und was macht Flurry? Das ist eine kleine Softwarebibliothek und wenn jemand eine App programmiert, nimmt er ganz so kleine kostenlose Bibliotheken und die programmiert er mit in seine App. Und da hat es die Firma Flurry und damit Verizon geschafft, mittlerweile weltweit auf 2 Milliarden Smartphones installiert zu sein, die permanent über irgendwelche Apps Daten an Verizon, an Flurry liefert. So, weil sie nämlich in über 1 Million Apps mittlerweile drin ist. Und damit schaffen die etwa, dass über 1 Million unterschiedliche Apps eben drin sind und sammeln permanent Daten. Und wenn man das hat, dann kriegt man hier rechts, kann man es hier sehen, sehr gut ausgewertete Nutzungsdaten als Programmierer, als Betreiber und kann damit eine Menge Informationen kriegen. Kann ich rausfinden, wo Tracker drin sind? Kann ich mich da überhaupt irgendwie verschützen? Da kommen wir zum Schluss drauf. Also ich meine, auch ne, wenn ich eine App runterladen möchte, kann ich das irgendwo erkennen im App Store? Oder im sehr schwer. Sehr schwer. Sehr schwer. Mhm. Also gerade bei Apps ist es sehr schwer. Im Browser gibt es Mittel, zeige ich schnell mal, wie man das sehen kann im Browser. Aber bei Apps ist das schwer. Also deswegen haben wir als Comitio ja diese Trutzbox entwickelt. Mhm. Die zeigt das an und behindert das dann auch. Kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Ich habe hier ein anderes Beispiel. Eine Firma, die nennt sich Euclid. Und die hat so ein Businessmodell gemacht, öffentliche WLAN-Hotspots einzubinden und Daten von jedem, der mit dem Smartphone vorbeiläuft, ohne dass er sich einloggt, liefert ja, weil er sich verbinden will und versucht sich zu verbinden, liefert ja eine eindeutige ID von dem Smartphone. Und diese IDs werden gesammelt und werden verknüpft mit anderen Informationen, die man hinterlassen hat. Okay. Und man sieht hier so ein bisschen in der Statistik, dass mittlerweile 495 Millionen Daten hier getrackt wurden weltweit, weil die ziemlich viele öffentliche WLAN-Hotspots damit betreiben. Und man muss einfach verstehen, dass die Lokation, die man damit mitkriegt, ein Standort wird ja gemeldet. Ja, und auch ein Legungsprofil tatsächlich. Ja, ein Legungsprofil ist interessant, aber die Positionen sind ganz wichtig, weil die wissen, dass wir jetzt hier sitzen, weil wir jetzt hier 2 Stunden zusammen sind. Die wissen, dass ich zu dem Arzt gehe, die wissen, dass ich in das Fitnessstudio gehe. Und die wissen, wo ich arbeite und wo ich schlafe. Mhm. Und das sind auch sehr sensitive Informationen. Wenn ich, sagen wir, zu irgendeiner Beratungsgruppe gehe regelmäßig und habe mein Telefon in der Tasche, dann kriegen die das natürlich mit, dass ich da regelmäßig ein paar Stunden bin. Dafür müsste der Betreiber des WLANs Euclid zumindest installiert haben, oder? Das ist richtig, genau. Aber wie wir eben gesehen haben, gibt es ja Millionen von anderen Apps, die trotzdem auch die Position liefern. Das ist ja ein Beispiel jetzt für öffentliche Hotspots. Gut. Da kommt jetzt noch eine Frage, was du über Plugins denkst, zum Beispiel NoScript. Kommst du dazu nochmal? Komme ich nachher nochmal dazu. Ich habe eine eigene Folie zu dem Thema, dann, wie man sich schützen kann und was die Vor- und Nachteile sind. Nehmen wir die Frage bis dahin auf jeden Fall mit. Ja. So, ein anderes Beispiel ist die Firma Euclid. Die hat es, die nutzt im Prinzip, Factual ist im Prinzip ein Service, da kann man hinliefern eine Position und die sagen einem, was ist denn das hier? Ist das eine Kirche? Mhm. Ah, der geht regelmäßig in diese Kirche, hat wahrscheinlich diese Religion. Ist er zur Wahl gegangen oder ist er nicht hingegangen? Ja, und durch diese Bewegungsprofile kann man eben solche Nutzungsprofile und sehr viel mitkriegen, was jemand für Interesse hat. Und anreichern. Nicht. Mhm. Und immer wieder anreichern, genau. Und wenn ich regelmäßig zum Friedhof gehe, dann bin ich... Ist das auch eine Information, genau. Mhm. Wenn man immer zurückkommt, dann ist es auch eine Information. Dann haben Sie immer noch meine Daten. Genau. Und das Interessante hier ist jetzt auch so, diese Daten, die Firma Factual, kennt ja der normale Mensch gar nicht, sammeln 1,5 Milliarden Überwachungsdaten pro Tag weltweit. Unglaublich. Und hat mittlerweile in ihrer Datenbank 130 Millionen Plätze in 52 Ländern. Ja. Plätze heißt wirklich, die haben wahrscheinlich das Kaffee hier drin und den Heimathafen und die haben die drei Reize, die im Umfeld sind. Ja, das hoffen wir, dass sie uns kennen. Ne? Aber ja, aber da sieht man schon dieses Mismatch. Ja. Ihr seid froh, wenn sie es kennen, aber dass wer jetzt hier reinkommt, dass die das alles wissen, wer hier kommt und nicht wer kommt, das ist vielleicht etwas, was ihr vielleicht gar nicht preisgeben wollt. Es ist tatsächlich eben ja ein oftmals mit Nutzen erkauftes
oftmals mit Nutzen erkauft, ne? Die Dienstleistung, die die Firmen dann anbieten. Genau. So, aber die sind ja nicht allein, die Firmen. Ich habe hier unten mal Partner, da ist einmal Oracle drin. Mhm. Mittlerweile einer der größten Datensammler, die es auf diesem Erdball gibt. Und es gibt hier unten noch eine zweite Firma, auf die kommen wir gleich mal. Aber kommen wir später nochmal hin. Jetzt ist natürlich so, dass wir nicht nur durch unser Handy und durch den Browser überwacht werden, sondern ich habe hier links mal so die Devices, die es, sag mal, jeder zu Hause schon hat, den Fernseher natürlich. Aber man sieht auch, dass natürlich andere Devices auch zur Überwachung noch viel besser dienen zukünftig. Eben alles, was man am Armband trägt oder Fitness-Tracker zum Beispiel. Ja, Smartwatches, das hat ja heute eigentlich fast alles im Internet ab. Genau. Und Google hat es 2015 schon erkannt und hat ein Patent, wie sie nämlich innerhalb eines Haushalts jemanden tracken kann. So, das heißt, die können dann ziemlich genau sehen, ist man gerade im Schlafzimmer, ist man im Bad oder sitzt man 3 Stunden vorm Fernsehen oder macht irgendwelche Fitness zu Hause. Also die können genau auf Meter genau zu Hause messen. Dafür haben die ein Patent angemeldet, weil es noch viel bessere Informationen gibt. Und das Ganze wird immer unter dem Deckmantel Werbung natürlich verkauft, was eigentlich gar nicht stimmt. So, weil eigentlich ist es eine riesen Menschenmanipulationsindustrie geworden. Man will ja nicht nur Daten sammeln und Informationen, man will ja irgendwie den Mensch manipulieren mit diesen Daten. Der soll ja irgendwas machen. Vielleicht nur einkaufen, das wäre noch relativ harmlos, aber wir wissen, dass damit auch ganz andere Sachen gemacht werden. Man kann bestimmte Menschengruppen mit Falschinformationen besorgen, man kann ganze Wahlen bestimmen. So, und wichtig ist zu verstehen, dass immer diese Informationen, die man liefert, Standort, diese Interesse, dass das alles nur kleine einzelne Informationsbausteine sind, da aber jeder Browser und jedes Handy immer eine eindeutige ID mitgibt, man nennt das auch Fingerprint, kann man das so im Laufe der Jahre natürlich sammeln. Fingerprint heißt es, weil es im Prinzip so individuell ist, wie ich es auch bin. Genau. Also deine technische Zusammensetzung, kann man das so sagen? Das Handy in Verbindung mit deinem Notebook ist etwas anderes als mein Handy mit meinem Notebook in Verbindung? Oder? Also das Notebook, wenn ich den Browser aufrufe, das ist hier so ein Beispiel, was der alle mitliefert, dieser Browser, über den sogenannten HTTP-Header, dann wird mitgeliefert, genau welche Auflösung hat genau mein Notebook, welchen Browser benutze ich, welche Plugins habe ich drin, welches Betriebssystem. Und diese Kombination ist so eindeutig, dass man das auf den einen PC zurückführen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ein Handy. Und da ist es noch einfacher, weil sowohl iOS als auch das Apple-Betriebssystem, also auch Android, liefert so eine eindeutige Werbe-ID mit, die eindeutig ist für das Gerät. So, jetzt gucken wir nochmal an, wie diese Werbung im Prinzip funktioniert. Wenn ich also hier so eine Webseite aufrufe, oben links, das Gleiche ist auch für eine App, dann wird im Prinzip eine Werbefläche erstmal angeboten im Internet. Und diese Information, dass ich mich jetzt gerade für diese Artikel hier interessiere, der wird erstmal ergänzt, das nennt sich Onboarding, mit Daten im Internet, die schon mal über die letzten Jahre gesammelt wurden. Das sind sogenannte Onboarding-Provider, die Riesenmenge an Daten haben über das, was wir schon mal gemacht haben in der Vergangenheit. Ganz wichtig ist die Firma Axiom hier, die kommen wir gleich nochmal drauf. Die fügt die Daten zu und in diesem kompletten Profil wird dann das Profil im Internet versteigert von mir, wenn ich diese Seite aufrufe. In Echtzeit? In Echtzeit, genau. Also wirklich, du gehst auf bild.de und die erkennen, wer du bist in dem Moment. Genau. Und was machen sie dann? Die ID wird erstmal ins Internet auf diese Versteigerungsplattform gebracht, dann wird es erweitert mit den Daten, die letzten Jahre gesammelt wurden, also mit deinem Profil, mit deinen Interessen. Und dann wird es angeboten nach dem Motto, hier 10 Sekunden, dieser Typ interessiert sich für Sport und arbeitet hier und hat für die Schule ist vielleicht auch als Datentyp, als Profil, was er ist, mehr wert, deswegen Versteigerung. Genau. Okay. So, und dabei werden die Daten über dich erstmal wieder weiter verbreitet, weil alle an dieser Besteigerung sehen, ach, das ist diese ID, der hat diese Interessen, natürlich wird das erstmal wieder gesammelt durch diese Besteigerung. So, und dann wird einfach geguckt, wer bietet jetzt am meisten für das Profil. Der kriegt den Zuschlag. Dann wird die Werbefläche angezeigt. Und dann gibt es da oben hier irgendeine Werbefläche, die für jeden individuell ist. Und das Ganze passiert in 100 Millisekunden etwa. Und dann wird also etwa, was weiß ich, 20 Sekunden angezeigt. Und nach 20 Sekunden geht das Ganze von neu los, wenn du da die Seite länger anzeigst. Und dann kommt was Neues, was wieder gesteigert wurde. So, diese Firmen hier rechts, das sind die eigentlichen Treiber im Internet, die die meisten Daten von uns haben. Es sind gar nicht Facebook oder Google. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja interessant, weil Factual oder kennt ja keiner. Kennt kein Mensch, ne? Genau. Und da habe ich hier mal ein Bild mitgebracht und man sieht hier links die Firma Axiom, die ist stolz darauf, dass sie von jedem Bürger, und es sind immer 700 Millionen weltweit, etwa 3000 Attribute haben. Das heißt, da kann ich davon ausgehen, da bin ich dabei. Ja, kann man davon ausgehen. Also eigentlich, wenn du nicht in der Holzhütte im Wald lebst,
Dann bist du drin, oder? Sobald man online geht, ist man da im Prinzip irgendwann drin. Genau. Und wenn man mal guckt, hier so eine Liste, welche Daten die so ungefähr haben, da ist so alles dabei, was interessant ist. Die politische Einstellung, was man verdient, welches Auto man hat, ob man ein eigenes Haus hat, selbst die sexuelle Orientierung, Schulbildung, wissen die alles. Und hier rechts, die Firma Oracle, die hat nicht nur die ganzen Online-Daten, die sammelt schon seit Jahrzehnten auch alle Offline-Daten. Alles, was ich mit Kreditkarte bezahlt habe, die letzten 20 Jahre, also Mastercard zum Beispiel, liefert alle Daten dahin. Alles, was ich in Tankstellen, mit welchem Auto ich da getankt habe, mit was ich in Geschäften kaufe, also die ganzen Offline-Daten werden immer zusätzlich verknüpft mit den Online-Daten. Und das sind die großen sogenannten Onboarder. Ich gehe immer zurück auf die Folie, die hier oben die Daten ergänzen, sobald man in diese Besteigung landet. So. Und diese Firma Axiom, die gucken wir nochmal ein bisschen genauer an. Hier sieht man mal, wo die Daten alle herkriegen. Und das rechts ist der Teil, den sie ja seit Jahrzehnten schon gesammelt haben. Sie haben insgesamt 15.000 Datenquellen, die sie anzapfen. Und man kann auf der nächsten Folie dann sehen, ich habe hier mal von den 15.000 ein paar ganz wenige, das ist übrigens eine Folie von Axiom selbst, wo sie anzeigen im Prinzip, wer ihre Partner sind. Wie gesagt, sind insgesamt 15.000 Partner und da sind einige sehr interessante Firmen dabei, die ich gleich mal zeige. Und sie haben von etwa 44 Millionen Deutschen auch die Daten. Es gibt auch eine deutsche Zweigstelle hier. So, und Facebook zum Beispiel gibt keine Daten raus. Aber sie wollen sehr zielgerichtet Werbung schalten können und kaufen Daten ein, unter anderem von LiveRamp, also von dieser Firma Axiom. Aber du sagst, Facebook gibt keine Daten raus. Nee. Das ist ja tatsächlich interessant. Damals, als Cambridge Analytica-Skandal hochkam, da war das mehr oder weniger gesehen, ein Fehler. Aber man kann keine Daten bei Facebook kaufen, bei Google übrigens auch nicht. Okay. Die tun sie nur für eigene Zwecke verwenden, aber sie kaufen sehr viele Daten ein. Das heißt aber eigentlich, dass die landläufige Meinung, dass sie vielleicht die großen Bösen sind, gar nicht unbedingt stimmt. Weil da weiß ich zumindest, wo ich dran bin. Ja. Und da habe ich zumindest die Informationen, dann gebe ich ja jetzt meine Daten. Okay. Ja, nur du gibst ja trotzdem die Daten an diese Firmen und die geben sie eben weiter. Auch an Facebook. So, und Facebook manipuliert natürlich damit. Okay. Und das ist, will ich nicht sagen, unbedingt die Guten. Nein, aber. Ich wollte nur sagen, Facebook sind die Einzigen, die böse sind. Ja. Ja. So, und dann sieht man auch jetzt zum Beispiel hier unten, Immobilien-Scout ist zum Beispiel mit ein Datenlieferant für LiveRamp. Sobald ich jetzt zum Beispiel auch bei Autoscout mich für irgendwelche Autos oder Wohnungen interessiere, wird jeder Klick und jedes Interesse eben hier an LiveRamp gemeldet und Facebook kommt die Daten. Und so weiß Facebook natürlich irgendwann mal, der hat Interesse an dieser Wohnung oder hat sie vielleicht sogar gekauft oder gemietet. So. Einen schönen Gruß übrigens an die 10 Leute, die uns aktuell über Facebook im Livestream zuschauen. Ich muss mal meine Brille hier aufsetzen. Ja, ihr könnt gerne schreiben auch im Chat, wenn ihr noch Fragen habt. Das gilt natürlich jederzeit. So, jetzt gucken wir uns mal weitere Partner an von dieser interessanten Firma LiveRem. Da ist zum Beispiel die Firma Drawbridge. Das sind alles Firmen, die hat der normale Mensch noch nie gehört. Und die hat einen Service, die liefert nämlich geräteübergreifende Nutzererkennung. Nach dem Motto, die sagen, diese Firma LiveRem, derjenige, der dieses Notebook hat und dieses Handy, das ist die gleiche Person, damit man auch die Daten zusammenführen kann. Das ist deren Dienst. Das habe ich schon oft gedacht. Wie geht das denn zusammen? Aber gut, ja. Jetzt eine Firma. Technisch kann ich auch kurz erklären, wie das funktioniert. Man hat im Prinzip hier ein paar Mal gesurft. Ja, dann logge ich mich irgendwann mal auf dem gleichen Gerät bei eBay oder Amazon oder Facebook ein, egal wo. Alle diese sammeln ja Daten. Das heißt, ich bin dann de-anonymisiert. Die wissen also, diese Fingerprint gehört zu dieser Person. Und wenn ich dann irgendwann mich mit dem Handy nochmal einlogge, bei irgendeinem Dienst muss es der gleiche sein, dann kann man die Daten zusammenführen und weiß, das ist die gleiche Person. Wahnsinn. So, hier ist zum Beispiel die Firma MediaMars. Die bedient 4.000 Werbefirmen weltweit und hat mit der Kooperation, sprich kriegt Daten, unter anderem von Mastercard, von Oracle, die ja von 2 Millionen Bürgern weltweit Daten hat, natürlich von Facebook, Google, von Nielsen und so weiter. Ströer ist die größte deutsche Werbeagentur, kriegen sie auch Daten. Und Adjust zum Beispiel ist eine deutsche Tracking-Firma. Sobald man Firefox Thunderbird aufruft, werden Daten an Adjust geliefert. Nur, dass man den Browser überhaupt schon startet. Aber Firefox ist ja... Ist Open Source, man denkt immer, das wären die Guten, aber nein, auch die sammeln Daten und geben es auch weiter.
Oder Edwis zum Beispiel gehört der Firma Oracle und wird 20 Milliarden Mal im Jahr aktiviert. Dieses Stückchen Software. So. Ich frage mich zum Beispiel. Frage ich ein bisschen, wo der Dieter bleibt, ob er noch kommt, oder? Ja, ich glaube, der kommt schon noch. So, hier ist ein Profile von Axiom. Wenn ich also Daten abrufe, dann sieht man mal, was für Daten, die wir alle liefern können. Ja, das geht los hier über natürlich Telefonnummer, Geburtstag, Geschlecht, Beziehungsstatus oder hier rechts alles, mein ganzes Einkaufsverhalten im Detail, was ich im Internet ausgebe, welche Bücher ich kaufe, kann man alles beziehen von Axiom. Und diese 15.000 Kunden, die Axiom hat mit der Firma, beziehen diese Daten von uns an. Aber kann ich meine eigenen Daten abrufen dort eigentlich? So einfach nicht. Nee. Das heißt, eigentlich habe ich schon längst die Kontrolle über meine Daten verloren, selbst wenn ich mir Mühe gebe. Okay, ernüchternd. So, hier ist mal ein Beispiel aus diesem Netflix-Film Cambridge Analytica's große Hack. Da ist aufgezeigt worden, den einen oder anderen kennt vielleicht den Film, wie Cambridge Analytica, die ja viele Wahlen beeinflusst hat, überhaupt an die Daten gekommen sind. Und dann sieht man hier im Screenshot unter anderem auch von Axiom und natürlich auch von Facebook. Und hier sind noch Infogroup, Datatrust, man sieht auch andere Firmen, wo die Daten herbezogen haben. Und ganz interessant ist jetzt hier die Firma LiveRamp, das ist eine Tochterfirma übrigens, LiveRamp von Factor. Und Factor ist eine Firma gewesen, die macht dieses Cookie-Consent-Management. Kennst du ja, mittlerweile muss ich mal einen Cookie bestätigen, so ein Pop-up. Und weil das so kompliziert ist für die Webdesigner, kaufen die diese Dienstleistung an von Factor und die ist von LiveRamp gekauft worden. Und LiveRamp, sobald man diese Cookie jetzt kriegt, kriegt LiveRamp die Daten. Guten Abend, Jan. Ach nee. Ach. Ich habe mir das doch wieder gedacht hier, Herr Sauer und Herr Janisch. Und was machen Sie? Ziehen über die arme Industrie her. Und wer sind Sie jetzt? Ja. Wir warten eigentlich. Mein Name ist Drecker. John Drecker. Sie kennen mich nicht, aber der eine oder andere von Ihnen ist mir nicht ganz unbekannt. Ich bin so gut im Datensammeln, dass ich selbst beim VDI einen eigenen Arbeitskreis eingerichtet bekommen habe. Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie mir john.drecker@gmx.de bitte eine Mail, dann werden Sie auch zu diesem Arbeitskreis eingeladen, wenn Sie mögen. Ja, Sie können natürlich auch hier in die Sammeldose Ihre Visitenkarte geben, weil wir sammeln Tag und Nacht. Ja, und zwar nach dem ganz normalen, wir sammeln nach dem Motto, was Herr Spahn ausgegeben hat. Nämlich das spanische Motto ist, wer nicht widerspricht, wie geht das weiter? Der muss Organe spenden. Richtig, wer nicht widerspricht, der spendet. Genau. Und weil das so ist und weil so viele hier gespendet haben, bin ich also hier, um mich einfach zu bedanken. Und unser Motto ist logisch. Also logisch für selbstverständlich und logisch im Sinne von Logbuch, von wegen Dokumentation, weil wir ja alles sammeln. Weil wir arbeiten nach dem Motto, meine Daten gehören mir und Ihre auch. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, für diese Spendierfreudigkeit. Ja, es geht um Teilhabe. So, und damit ich hier, damit der Dank auch ankommt, natürlich hier, bitteschön, extra Corona-mäßig verpackt hier ein Merci, Merci, jawohl, damit Sie auch freudig erregt weiterhin bei Ihrer Sammelleidenschaft bleiben oder Spendierfreudigkeit bleiben. Ja, klar, also für ein Merci natürlich ja, gerne. Was kostenlos kann vergiftet sein. Ja. Ja, es ist eine kostenlose Frage, genau. Und wie gesagt, es geht um Teilhabe. Wir möchten einfach, dass niemand hier vereinsamt. Einer, der Hauptteilhabe bietet, ist mein Freund Mark Zuckerberg. Mhm. Ja. Wie Sie vielleicht wissen, 1,6 Milliarden Menschen fühlen sich dem Muslim zugehörig. 2,2 Milliarden sind Christen. Und 2,4 Milliarden haben einen Facebook-Account. Also, Marc freut sich durch unsere gemeinsame Win-Win-Situation zum 5. reichsten Mann der Welt gemacht worden zu sein. Und, glauben Sie mir, er hat mir versichert, er möchte sich über die Teilhabe auch noch weiter freuen. Also insofern weiter schön spenden. Ja, der Herr Sauer. Der zweite Grund, neben meinem Dank, wollte ich vorbeikommen. Ich muss mal schauen, was Herr Sauer so macht. Ja? Weil ich muss aufpassen, dass meine Zunft nicht zu negativ dargestellt wird.
Sie sind ja die Guten. Sie haben ja, natürlich. Wir schädigen auch niemanden. Haben wir jemanden geschädigt? Haben Sie durch Googlen Schaden genommen? Oder fühlen Sie sich verfolgt? Und wenn ja, durch wen? Also wollen Sie wieder die Schwimmbadöffnungszeiten im Telefonbuch nachschauen? Oder wieder die Filme in den Fotoapparat einlegen? Also Sie sehen, wir bringen den Fortschritt zu Ihnen ins Haus, ja, und jeder wird sein eigener Chef. Siri, wie wird das Wetter? Alexa, spiel Let It Be. Und ich kann meinen Shampoos bestellen. Herr Sauer, ohne mich und meine Freunde gäbe es Sie überhaupt nicht. Das heißt, Sie sollten mir auch ein wenig dankbar sein. Das stimmt. Ja. Und wir, je besser wir Sie kennen, Sie alle, desto besser können wir Sie bedienen. Das ist nämlich dann unsere Win-Win-Win-Win-Situation. Wichtigen Leuten hört man zu. Also, Sie kennen den Herrn vielleicht, auch ein Datensammler in unserem Umfeld. Mhm. Ja. Und umgekehrt, so wichtig wie er, Sie sehen, sind auch Sie. Das heißt, John Drecker gibt es, der Herr Sauer hat das schon wieder gesagt, 9-mal hinter jeder Tastatur. Das heißt, 9 John Dreckers, also 8 Kollegen von mir und ich, stehen hinter Ihnen, wenn Sie eine Webseite aufrufen. Wir nehmen diese Informationen auf, analysieren sie, tauschen sie mit Freunden auf und ganz wichtig, bei uns sind Ihre Daten sicher. Sicher, weil wir natürlich nach der Datenschutzgrundverordnung arbeiten, denn Sie haben ja alle bei Reutmüdig zugestimmt, dass wir das Ganze auch einsammeln dürfen. Und unsere Grundlage ist sogar in der Bibel verankert, weil im ersten Johannesbrief, kennen Sie vielleicht, es steht, an Ihren Taten sollst du sie erkennen. Wer hat es übersetzt? Google Translate. Das wäre besser gewesen, weil es war früher der Herr Luther. Und der Herr Luther war Sachse. Und eigentlich hieß das nicht an Ihren Taten, sondern an Ihren Daten wirst du sie erkennen. Deshalb ist eigentlich schon damals festgehalten worden, dass die Daten das Entscheidende sind. Also sehen, ein kleiner Übersetzungsfehler. Aber abgesehen davon ist ja auch in der Bibel schon, wo da steht, ja, geben ist besser als nehmen. Oder Matthäus 18, Vers 20, dort wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, also einfacher gesagt, man sieht nur 2, sie sind zu dritt, denn Drecker John hört auch noch mit. Und ich bin gerade hier, möchte noch mit einem kleinen weiteren Missverständnis hier aufräumen. Wofür steht eigentlich hier diese Abkürzung? Keine freiwillige Meldung? Keine Intelligenz. Falsch. Künstliche Intelligenz. Ja, das war ein Übertragungsfehler. Da war eine schlechte Leitung und das Ganze heißt nämlich eigentlich kindliche Intelligenz. Weil früher war es ja so, wenn Sie gerechnet haben, 7 mal 7, wir haben es gerechnet, okay, Sie haben die 7 mal zusammen addiert und kamen auf 49. Heute passiert das ganz anders. Heute rechnet man 5 mal 10 minus 1. Was kommt raus? 49. Das geht viel schneller. Ist nicht nachvollziehbar, aber richtig. Also, das heißt, wir verlassen uns auf Algorithmen, denn sie unterstützen uns ja. Und in Zukunft, wir könnten jetzt noch ein wenig nach China gehen, das machen wir jetzt aber momentan nicht, aber in der Vergangenheit war es ja so, ja, was denkt man denn so von uns? Und das wird in Zukunft denn so heißen, was denkt denn der Algorithmus von uns? Weil der Algorithmus, der legt dann fest, im Scoring-System, von unseren Freunden, was man darf, was man nicht darf. Oder auch zum Beispiel, was in Zukunft noch viel spannender wird, ich muss das alles hier festhalten, was noch viel, viel spannender wird, das ist, dass zum Beispiel auch jeder seine eigenen Nachrichten erhalten wird. Das heißt, es gibt heute schon die Fake-Aktivitäten, wo man Köpfe mit Inhalt ausstatten kann und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt diese Informationen nur alleine bekommen habe oder die ganze Welt. Insofern, wir kümmern uns um Sie, wir stehen hinter Ihnen und wir sind Tag und Nacht für Sie da. Deshalb, ja, Herr Sauer, weiter so. Bleiben Sie bitte uns wohlgesonnen, spendierfreudig und ja, wenn Sie klicken, denken Sie dran, wie viele Leute für Sie immer im Hintergrund arbeiten
und ihr Bestes für sie geben. Denn wir wollen ja nur ihr Bestes. Insofern danke, dass ich das kurz hier einwerfen durfte. Ich nehme an, Herr Sauer hat jetzt nichts mehr zu melden, weil das ja alles so überzeugend für ihn ist, klar. Ja, Herr Sauer, was meinen Sie denn? Ja, vielen Dank, John Drecker. Ich glaube, John Drecker war die ganze Zeit schon da. Was? Wo? Überall. Also das Gefühl auch, irgendjemand ist doch hier. So, ganz kann ich nicht seine Meinung sein, wie man es denken kann. Ja. Ich habe noch ein paar Folien, vielleicht kann ich ihn damit John Drecker auch überzeugen. Weil die Daten, die wir alle weitergeben, jetzt genau. Erstens mal, was passiert eigentlich? Es gibt ja Leute, die sagen, ist doch kein Problem, ich habe hier nichts zu verbergen, sollen die doch alle meine Daten haben. Aber es gibt schon auch für einzelne Nachteile. Es gibt zum Beispiel das Problem mit der Bonitätsbewertung. Ja, man braucht irgendwann eine Miete bezahlen muss man oder man braucht einen Kredit, weil man vielleicht doch ein Haus bauen will. Und dann kann es sein, dass man nicht den gleichen Zinssatz kriegt wie jemand anderes, weil irgendjemand mehr Informationen hat über mich als ein anderer. Da gibt es die Firma Zest Finanz, eine amerikanische Firma, die hat von jedem einzelnen 70.000 Merkmale gesammelt und gekauft und kann damit sehr genau abschätzen, ob ich welche Bonität ich denn wirklich habe. Oder Personalentscheidungen. Ich will mich vielleicht irgendwo bewerben und der Personalchef hat vielleicht Informationen, die nicht unbedingt jeder hat, die im Internet irgendwo gesammelt wurde und die er einkaufen kann. Da gibt es die Firma eWolf, die von mittlerweile 3 Millionen Bewerberinnen und Angestellten, die erfasst wurden und die dann man da beziehen kann. Oder Preisdiskriminierung. Ich kaufe was im Internet und mein Freund kauft auch was. Und warum kriege ich einen anderen Preis als der? Ja, weil Google festgestellt hat, dass ich vielleicht das Produkt lieber möchte und bereit bin, mehr zu zahlen oder vielleicht auch mehr Geld habe und dann kriege ich einen Preis genannt. Aber auch bei Krankheitsprognosen oder Konsumverhalten kann es passieren, dass ich plötzlich eine andere Krankenversicherung zahlen muss als jemand anderes, weil irgendjemand gemerkt hat, ich bin vorher auch zum Psychiater gelaufen und ist vielleicht nicht so gut für meine Gesundheitsprognosen. Und es gibt natürlich die Freiberufler, die haben nochmal eine besondere Sorgfaltspflicht, sogenannte Berufsgruppen mit Zeugnisverwaltungsrecht. Das sind also, ja, das sind vor allen Dingen Ärzte natürlich, Rechtsanwälte. Und die müssen natürlich vor allen Dingen auch die Daten ihrer Kunden schützen. Und wenn gerade von den Psychologen jemand aus der Session den Raum verlassen hat und der Psychologe googelt danach nach bestimmten Kriterien, kann natürlich jemand, der das alles beobachten kann und auch weiß, wer da war, das direkt nachvollziehen und sagen, ja, das muss mit diesem Patient hier zusammenhängen. Mhm. Gut, und dann gibt es natürlich die Gefahr Social Engineering, kennt jeder, sogenanntes Micro-Targeting. Das heißt, jeder Einzelne, der im Internet irgendwas sucht oder eine Zeitung liest, kriegt andere Daten und man kann den direkt adressieren aufgrund seiner Ängste, aufgrund seiner Interessen. Und dadurch landet man in einer sogenannten Filterblase, dass ich nämlich immer nur die Sachen angezeigt kriege, die mich gerade interessieren und kann damit manipuliert werden. Das ist mal eine schöne Auflistung, weil ja viele Leute doch immer sagen, naja, wie du sagtest, ne? Who cares? Und ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen, aber über viele Dinge hat man wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht nachgedacht, geschweige denn sie mal gehört. Ja. Oder es gibt natürlich auch wirklich Gefahren für die Weltordnung, weil es ging ja, diese Firmen sind dermaßen mächtig mit diesen Daten und können so viel manipulieren, können damit das ganze Wirtschaftsgleichgewicht aus dem Bahn bringen. Wir wissen eben, dass wenn jemand sehr viel Verantwortung hat in einer Firma und sich gerade für eine andere Firma interessiert, weil die vielleicht übernehmen will, auf die Art und Weise, wenn das rauskommt, kann natürlich jemand schnell mal Aktien kaufen und kann damit natürlich wirklich das Wirtschaftsgleichgewicht aus dem Spiel bringen. Oder Politiker, die damit überwacht werden, können natürlich erpresst und damit manipuliert werden. Wir wissen, dass Angela Merkels Handy mal überwacht wurde und keiner weiß, was da überhaupt an Daten rauskam und ob sie damit vielleicht manipuliert werden konnte. Gut, natürlich kann man damit auch Cyberangriffe fahren in Zukunft mit den Informationen, weil man weiß, das ist derjenige, der hier das Wasserwerk betreibt oder das Stromwerk und kann dem natürlich ganz zielgerichtet dem Einzelnen dann ein Virus zukommen lassen, den er mit in die Firma nimmt. Und es gab einen NSA-Chef, also Geheimdienst amerikanischer, der Michael Hayden, der hat mal zugegeben, dass aufgrund solcher Überwachungsdaten sogar Menschen getötet werden. Also Drohnenangriffe, die speziell auf einzelne Personen dann gefahren werden. Und wir wissen es, es können sogar Wahlen manipuliert werden. Das ist definitiv geschehen, sowohl beim Brexit-Abstimmung als auch bei den letzten 2 Wahlen in den USA.
Jetzt hast du noch eine Empfehlung für einen Netflix-Film. Das hat eben auch ein Zuschauer geschrieben. Der Jonas hat das auch empfohlen, das The Social Dilemma auf Netflix. Ja. Das sehr gut informiert über, ja, was eigentlich die Algorithmen und diese künstliche Intelligenz eigentlich wirklich bedeuten für uns im Leben. Ja. Da kommen drin, danke für den Hinweis, Jonas. Einige Ex-Mitarbeiter von Facebook und anderen diesen Firmen zu Wort, die genau dafür zuständig waren, diese Algorithmen zu entwickeln und erklären so ein bisschen, wie das funktioniert, was die Absicht war. Die haben sich mittlerweile distanziert von dem und erklären so die Gefahr, die dadurch entstanden ist für die gesamte Weltorganisation. So, jetzt kam schon die Frage auf, wie kann man sich denn schützen eigentlich vor diesem Tracking und diesem Datenabfluss? Und da gibt es im Internet natürlich eine Menge kostenlose Sachen. Es gibt einmal die Browser-Plugins. Der eine oder andere wird vielleicht was kennen von dem, was ich hier aufgelistet habe. Die meisten sind allerdings recht nutzlos, also zum Beispiel Ghostery oder diejenigen, die nur einzelne Blacklists haben und dann solche Tracker blockieren, die nutzen gar nicht viel, weil diese Blacklists, die es im Internet gibt, die sind sehr unvollständig und man muss so viel durchlassen an Zugriffe zu den Trackern, dass man doch sehr viel Daten rausgibt. Das heißt, man muss zusätzlich, um wirklich zu schützen, die Daten, die man nicht blockieren kann, noch manipulieren, dass Fingerprint-Daten rausgefiltert werden. Und das kann eigentlich nur OpenLinks, Block Origin und U-Matrix. Die sind eigentlich empfehlenswert, die Plugins, aber sie sind sehr kompliziert zu bedienen. Und sie können eben nur den Browser schützen und nicht die anderen Apps auf meinem PC oder mein Handy, die ja trotzdem Daten und Positionsdaten rausgeben. So, und dann gibt es angeblich sichere Browser. Und da haben wir einige Untersuchungen gemacht, egal welchen man nimmt, die tracken trotzdem weiter und geben sehr viel Daten raus. Und es ist einfach nur der Browser, der überhaupt ein bisschen geschützt ist. Und ganz rechts gibt es eben diese Privacy-Boxen. Also unter links kann ich noch Chandonym und den Tor-Browser natürlich empfehlen. Die sind die einzigen Browser, die verhindern zumindest ein Fingerprinting in gewisser Weise, haben aber dafür andere Einschränkungen. Und rechts gibt es ein paar Privacy-Boxen. Einmal der Bitdefender F-Secure, also das sind Virenschutzhersteller, die solche Boxen rausbringen. Die sind dann in der Regel auch sehr schwach, weil sie eigentlich nur Viren auskennen, aber das Tracking auch nicht verhindern können. Und das Einzige, was ich natürlich empfehlen kann, ist unsere eigene Trutzbox oben links. Und die sogenannte Freedom Box ist ein Open-Source-Projekt, was man allerdings selbst dann auf einen Raspberry bringen muss. Ist auch sehr empfehlenswert, ist aber auch ein bisschen komplizierter. Und der E-Blogger, den es mal als kommerzielles Produkt gab. Also nochmal ganz kurz, vielleicht für die, die technisch nicht ganz so tief sind. Ein Browser-Plugin ist ein Zusatzprogramm, was ich in den Browser installiere, was mich dann schützt, weil es bestimmte Sachen verändert, wenn ich die Internetseite aufrufe. Das kann ich aber auch hoffen, dass mein Browser das schon von sich aus tut. Und eine Privacy-Box ist tatsächlich ein physisches Gerät. Ja, ein physisches Gerät, was man ins Netzwerk reinhängt. Mhm. Und der kann nochmal rein technisch dann natürlich viel mehr kontrollieren, also auch Fernseher oder IoT-Geräte oder eben auch die Smartphones, kann also alle Geräte kontrollieren, weil er im Netzwerk sitzt, was ein Browser einfach nicht kann. Das heißt, ich hänge das wie so ein Sieb zwischen meinem Computer und mein Handy und das sonstige Internet, wie ein Filter, genau. Was dann in dem Moment, wo Daten hin und her fließen, Daten verändert und dadurch Verwirrung stiftet bei all den Diensten. Genau, und unsere Trutzbox zeige ich dann gleich mal, wie die arbeitet, wie die aufgebaut ist, um ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert. Es ist also genau, wie du eben gesagt hast, eine kleine Box, so groß wie ein kleiner Router, hat sehr viel Software drauf, wird zu Hause oder in der Firma ins Internet gehängt und schützt dann alle Geräte, auch IoT-Geräte und Handys. So, ich kann es aber auch unterwegs benutzen, das heißt, man kann eine VPN-Verbindung von seinem mobilen Gerät zu dieser Trutzbox zu Hause aufbauen und surft dann, oder nicht nur, es ist nicht nur Surfen, sondern auch das Handy, die Apps, die darüber laufen, über diese Trutzbox. So, und die Trutzbox. Das heißt, wir hatten eben eine Frage, schützt sie auch Handys? Ja, weil man dann, wenn man eben unterwegs ist, einen Tunnel quasi baut, einen Datentunnel. Erst gehen dann alle Daten über diese Box und dann weiter. Dann erst ins Internet, genau. Und kurz nochmal, weil du das noch nicht so richtig weißt, sagst du noch was zu eurer Firma oder? Hast du ja am Anfang schon mal gesagt, aber ihr seid tatsächlich hier in Eltville, also genau. Ja, kann man ja auch mal stolz drauf sein, ne? Dass wir hier in der Gegend, im Rhein-Main-Gebiet, ja, wirklich eine Firma haben, die sich mit so spannenden und doch so technologisch spannenden Dingen beschäftigt. Ja. Muss man nicht ins Silicon Valley fahren, reicht Eltville. Die Trutzbox ist nicht nur so, dass sie jetzt Handys und jeden Zugriff schützt, wenn man ins Internet geht, sondern es nutzt ja nichts, wenn meine Mails dann abgefischt werden, analysiert werden oder wenn ich eine Videokonferenz mache über irgendein Produkt von Microsoft und Microsoft kriegt dann mit, wer mit wem hier kommuniziert.
Deswegen hat die Trutzbox zusätzlich neben diesem Schutz von Geräten und von Browsern und von Apps auch eine Verschlüsselung von E-Mails, hat einen eigenen E-Mail-Server, hat einen eigenen Chat- und Audio-Video-Kommunikationsserver. Komme ich gleich noch ein bisschen ins Detail. Vermeidet eben die Spuren beim Browsen und durch Apps. Das ist diese Filterfunktion. Und kann auch, hat auch einen Jugendschutz. Das heißt, dann kann man auch entsprechend einstellen, dass bestimmte Personen oder Geräte eben nicht alle Daten überhaupt aufrufen darf. Und hat nochmal einen extra Netzwerkschutz, sodass Hacker von außen auch nicht so einfach an die internen Geräte rankommen können. Gucken wir uns mal ein bisschen an, wie das funktioniert. Also das ist jetzt der Schutz für Anonymität und Sicherheit für Geräte oder Browser. Das ist ein zweistufiges Konzept. Zuerst wird hier rechts jede einzelne Gerät oder jede Person in eine Gruppe eingeordnet, wo genau festgelegt wird, auf was darf diese Gruppe überhaupt zugreifen. Und dann wird bei einem Zugriff aufs Internet geprüft, ob denn das Gerät oder die Heizung oder dieser Browser das überhaupt darf. Und wenn es darf, dann kommt ein zweiter Schutz, das nennen wir Trutzbraus. Dann werden die Daten nochmal gefiltert, sodass Fingerprinting-Informationen ausgefiltert werden und man kann nicht beobachtet werden über mehrere Zugriffe. Und dadurch kann es passieren, dass vielleicht zu viele Daten ausgefiltert werden. Deswegen haben wir so einen Security-Slider, der ist ganz einfach zu bedienen. Das heißt, wenn es irgendwo Probleme gibt, weil die Trutzbox zu viel filtert, kann man einfach diesen Slider ein bisschen nach rechts schieben in den roten Bereich und gibt dann seiner Bank zum Beispiel ein bisschen mehr Daten, damit die Anwendung dann doch funktioniert. So, Trutzmail, wie gesagt, hat einen eigenen Mail-Server. Problem ist ja, wenn ich mit jemandem maile, wenn ich dir eine Mail schreibe, dann habe ich einen Mail-Provider, du hast einen Mail-Provider und die Mails sind in der Regel nie verschlüsselt. Das heißt, alle, die dazwischen hängen, können die Mails lesen, können sie analysieren. Und wenn ich sogar jemand eine Mail schreibe, der Google Mail hat oder Gmx, dann werden die definitiv komplett ausgewertet, die Inhalte und die Mailadressen und man trotzdem sich wundern, warum er dann so viel Spam kriegt. So, das heißt, man hat überhaupt keine Chance, die Daten richtig zu schützen. Und selbst wenn ich die verschlüssele, die Mails, was ja kaum jemand macht, sind ja trotzdem der Subject und wer mit wem mailt, ist ja trotzdem offengelegt. Es ist nur der Inhalt verschlüsselt. Ihr könnt ja mal schreiben, wer von euch, würde mich mal interessieren, wie viele Nerds haben wir heute, die zuschauen bei uns, wer verschlüsselt denn seine Mails? Ich nicht, wer hat es schon mal probiert? Ich habe es mal probiert, aber ja, es ist ja eben oft das Problem, dass das dann eben auch nicht mehr so nutzerfreundlich ist. Das ist, ja genau, sagen wir, das Verschlüsseln selbst ist gar nicht so schwierig, das kann man relativ einfach einrechnen. Das Komplizierte kommt durch die Schlüsselverwaltung. Mhm. Man muss ja seine eigenen Schlüssel verwalten, muss sie dem anderen geben. Und wenn der ist immer Aufwand. Das ist sehr viel Aufwand und kaum praktikabel. Hier kommt eine Frage, ob du was zu Preisen sagen kannst. Kommst du dazu? Ich habe zum Schluss noch eine Folie, okay. Ja, da stehen noch die Preise drauf. So, und die Trutzbox hat einen eigenen Mail-Server auf der Trutzbox. Das heißt, man ist nicht mehr, nutzt nicht notwendigerweise, dass ich jetzt T-Mobile oder Gmx oder jemand nehmen muss, sondern ich kann auch mit der Trutzbox mailen und die verschlüssel die in bestimmten Fällen, komme ich gleich dazu, auch dann automatisch. Und dadurch ist überhaupt kein Dritter dazwischen, der noch die Mails überhaupt mal abfangen könnte. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder hat der Kommunikationspartner auch eine Trutzbox, dann werden die direkt zwischen den Trutzboxen ausgetauscht und sogar über ein ganz sicheres Netzwerk, über das Tor-Netzwerk. Und das heißt, ein Geheimdienst, der jetzt sowas hier analysiert und die Daten abfängt, der sieht noch nicht mal, welche IP-Adressen hier miteinander kommunizieren. Und es ist so sicher, dass sogar ein Journalistenverband Trutzbox in die Türkei geschickt hat, damit Journalisten sicher kommunizieren können. Das ist die eine Möglichkeit, aber gut, wer hat schon eine Trutzbox als Kommunikationspartner? Das sind vor allem Firmen, die dann ihre Partner in Trutzboxen zuschicken und damit sicher kommunizieren können. Das zweite ist, wenn jemand in der Lage ist, PGP zu verschlüsseln, das ist der Standard für E-Mail-Verschlüsselung, dann hat derjenige, der eine Trutzbox hat, es einfacher, weil die kann auch PGP verschlüsseln und dann wird es auf der Trutzbox automatisch gemacht und ich brauche im Endgerät gar nichts mehr zu machen, das wird dann automatisch gemacht. Aber der Kommunikationspartner muss in der Lage sein, diesen Mail-Verschlüsselungsstandard zu beherrschen. Ja, hier schreiben auch einige unserer Teilnehmer, was sie da für Erfahrungen gemacht hat. Carsten hat es auch mal probiert und wegen unfreundlichem Handling wieder sein gelassen, die Verschlüsselung von E-Mails. Ja. Und ja, wir haben, glaube ich, durchaus auch Nerds dabei heute hier. Das heißt, Jonas hat zum Beispiel geschrieben, er hat ein P-Hole versucht mit einer Open-Source-Firewall, aber eben alles stark ausbaufähig. Und Axel fragt es als Frage auch nochmal an dich, kennt die Trutzbox dann alle meine Mails? Nee, nicht alle. Die Trutzbox kann nur verschlüsselte Mails senden. Das heißt, man hat immer noch parallel seinen normalen Mail-Account und für unverschlüsselte Kommunikation ist die Trutzbox völlig außen vor.
die Trutzbox verschlüsselt und entschlüsselt nur Mails, die auch über die Trutzbox laufen. Und dann kennt die Trutzbox natürlich schon die Mail und hat auch die Mailadresse natürlich, klar. Aber die Trutzbox gehört einem ja, die steht zu Hause und hat keinen Zugriff, auch wir nicht. Mhm. Wir haben keine Schlüssel für die Trutzbox. Es geht nicht für unsere Netzwerke, sondern es geht direkt in dem Fall links von Trutzbox zu Trutzbox oder in der Mitte eben von Trutzbox zu dem Mail-Server, der PGP hoffentlich kann. Das heißt, ein Tod muss ich sterben, irgendjemand muss ich vertrauen. Aber du wirkst halt so als... Na, sagen wir so, uns muss man auch nicht vertrauen, weil... John Tracker schüttelt natürlich hier empört den Kopf, ja. Also die Trutzbox selbst, die ist quelloffen. Das heißt, das, was ich hier alles sage, kann jemand, der technisch visiert ist, das auch alles nachkontrollieren. Es gibt auf unserer Webseite übrigens ein sogenanntes Compendium, ein großes Dokument, wo alle Details beschrieben sind, wie die genau funktioniert und man kann es nachvollziehen. Und wie gesagt, wir haben keine Schlüssel und es gehen keine Daten über uns. Mhm. Und ganz rechts, das ist vor allen Dingen wir haben als Kunden auch einiges an Steuerberater oder Rechtsanwälte, die dann ihre Mandanten auf die eigene Trutzbox drauflassen. Die kann man auch freigeben für andere, die übers Internet kommen und kann einen Mail-Account auf der eigenen Trutzbox einrichten. Dann kann man ohne zusätzlichen Aufwand direkt sicher mit denen dann auch e-mailen. Mhm. Die dritte Möglichkeit. So, dann hat sie, wie gesagt, einen eigenen Realtime-Kommunikationsserver. Sobald ich eine Videokonferenz mache über einen öffentlichen Videokonferenzserver, also hier Zoom oder Skype oder was ich auch immer nehme, dann gibt es ein sehr gutes Dokument von dem Datenschutzbeauftragten in Berlin, die dem mal analysiert haben und auch mal datenschutzmäßig analysiert haben, was für Probleme da alle entstehen können. Und es ist klar, bei den Videokonferenzteilnehmern laufen in der Regel unverschlüsselt Bilder und Töne zusammen. Das heißt, der Provider kriegt alles mit. Und wenn ich jetzt eine Videokonferenz-Session mit meinem Arzt mache, dann will ich vielleicht gar nicht unbedingt, dass das ein Dritter mitkriegt. Und auch manche Firmen wollen nicht unbedingt, dass da jetzt Industriespionage von irgendwelchen Geheimdiensten gemacht wird. So, und das heißt, Betreiber können unbefugt mithören oder sogar aufzeichnen. Das kann man sogar automatisieren. Und könnten natürlich ein eigenes Interesse haben, diese Provider, oder sogar behördlich verpflichtet werden. In den USA kann man es gar nicht verhindern. Die sind behördlich verpflichtet teilweise, das mit aufzuzeichnen. Und ein Geheimdienst hat das Recht, sich da auch einzuklinken. So, und natürlich können auch Unbefugte da zugreifen. Die können gehackt werden, solche Server natürlich. Oder irgendein unzufriedener Mitarbeiter kann natürlich auch solche Daten mitschneiden oder auch auswerten. Und das deutsche Fernmeldegeheimnis schützt übrigens nicht gegen den Anbieter, dass solche Daten nicht abgefischt werden können. Das ist eine Gesetzeslücke, die bewusst auch nicht beschlossen wird, weil es gibt nun mal auch Dienste in Deutschland, die gerne an solche Daten rankommen. So, deswegen die Empfehlung ist, am besten gar keinen fremden Dienst benutzen für solche Videokonferenzen, sondern eben Eigenhosting. Und die Trutzbox hat einen eigenen Konferenzserver und darüber kann man auch eine Videokonferenz dann machen. Übrigens für die, die es technisch nicht auskennen, das ist ein Jitsi-Server. So, hier kann man es nochmal sehen, dass ich bei einer Videokonferenz eben über einen anderen Server gehe und wenn ich das auf meinem eigenen Server betreibe, dann ist da keiner dazwischen. Neben dem Videokonferenz-Server hat es auch einen Chat-Server, XFP-Server, das heißt, man kann dann auch, muss nicht unbedingt WhatsApp benutzen, sondern kann im Prinzip Chat machen dann über die eigene Trutzbox und kann einen eigenen Chat-Server betreiben. Und die Clients dazu gibt es für PCs und für Handys, ganz normal und sind alle kostenlos. So, fassen wir nochmal zusammen die Trutzbox. Hier ist auch nochmal der Preis. Die wird also zu Hause reingestellt oder in der Firma. Hat eine Menge Features, eben Verfolgung zu erschweren. Kann Inhalte verschlüsseln, kann entsprechend Videos absichern und auch Mail. Und wir haben zwei Versionen. Einmal die Homebox, die kostet 259 einmalig plus 60 Euro im Jahr. Und haben noch die Businessbox und die ist in der Lage, auch die Videokonferenz zu machen. Die kostet 764 plus 234 im Jahr. Wir waren ziemlich offen in Medien und die haben uns auch teilweise sehr unter die Lupe genommen. Also gerade die SHIP, da gibt es auch Vergleiche und Analysen über die Trutzbox. Sind so ein bisschen älter, aber immer noch gültig, wenn jemand mal ein bisschen recherchieren will. Oder hier ist PC-Magazin, hat man eine Studie gemacht und wir sind überall auf Platz 1 gelandet als Privacy- und Security-Box. So, und das war jetzt im Prinzip mein Vortrag und an alle Datensammler, Geheimdienste,
Unverantwortlich. Ich finde das unverantwortlich, dass hier wieder Arbeitsplätze hier verloren gehen, dass die Trecker hier kaltgestellt werden sollen, wenn doch mehr von der Boxen zum Einsatz kämen. Das ist also total gegen die ganze Mehl-, Werbe-, sonstige Industrie. Also Herr Sauber, ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Box hier keinen Erfolg haben, weil das ja, es geht um Arbeitsplätze und Teilhabe und das ist soziales Engagement. Also bitte, das müssen Sie nicht verstehen. Ja. Verstehe ich vollkommen. Ich hätte tatsächlich schon, also ne, nochmal der Aufruf gerne an alle, schreibt nochmal eure Fragen und gerne Anmerkungen. Wer mag, kann sich auch gerne per Video zuschalten. Schreibt gerne nochmal Fragen und Anregungen. Ich hätte tatsächlich eine, wie viel Überzeugungstäter macht einen die Trutzbox reich? Ist das, womit man viel Geld verdienen kann? Wie viel Überzeugungstäter steckt denn in euch? Also ihr macht nicht reich, kann ich direkt sagen. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt die letzten Jahre. Und es ist ja auch ein endloses Projekt, weil die Milliardenfirmen hinten dran, die lassen sich da ständig neue Tricks einfallen, wie man überwacht wird, wo wir auch ständig nachziehen. Und wir können auch gut am Ball bleiben, aber es ist ein endloses Projekt. So, und bis jetzt haben wir so gut wie noch gar kein Geld verdient damit. Das sind eigentlich alles nur Selbstkosten bis jetzt. Und uns macht Spaß, das ist unsere Profession, würde ich sagen. Und ja. Und wie kam es biografisch dazu, dass du dich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt hast? Oh, das ist ein langfristiges Thema. Ich bin von Hause aus Informatiker und habe in vielen großen Firmen gearbeitet, die viele Jahre bei der Firma Electronic Data Systems und war dort zuständig für das ganze Thema Internet und Infrastruktur und Applications und habe sehr viele internationale Projekte gemacht und bin einer, der Internet schon kennt, als es noch gar kein World Wide Web gab, also als man noch alphanumerisch gearbeitet hat. Und damals war so eine richtige Aufbruchsstimmung und jeder hat gesagt, oh klasse, jetzt kann jeder mal endlich gleichberechtigt teilnehmen und kommunizieren. Und dann habe ich gesehen, wie immer mehr das ganze Thema zu einem Überwachungsinstrument von ein paar wenigen Monopolisten geworden ist. Und 2013 habe ich schon angefangen und habe gesagt, okay, ich nutze mein Know-how und das meines Netzwerks, um ein Konzept zu machen, wie man sich dagegen wehren kann. Und daraus ist dann im Prinzip erstmal ein Konzept entstanden. Dann habe ich die Mitstreiter gefunden, wir sind zu acht, und haben dann die Trutzbox entwickelt und so ist es dann gekommen. Spannend. Also hier kommt schon nochmal Kompliment und Applaus für Vortrag und Produkt. Und Jonas fragt, ob er Werkstudenten sucht. am besten mir kurz eine E-Mail schreiben. Ich glaube, die E-Mail-Adresse war jetzt hinten auch dabei, oder ganz vorne. Wir können Sie auf jeden Fall, Sebastian, der noch bei uns ist, wenn ihr euch wundert, wer Sebastian ist und warum er hier Links postet, der arbeitet hier auch im Heimathafen. Vielen Dank für deine Unterstützung heute Abend. Milena schreibt nochmal, der wird die E-Mail-Adresse gleich nochmal hier rein posten. Milena schreibt, spannender und erschreckender Vortrag zugleich. Ja, was mich noch interessieren würde, ist, was John uns noch anbieten kann, wenn einen das Thema interessiert. Ja, ich kann ganz einfach sagen, wo es hingeht. Ja? Und die Zukunft ist womöglich in China. Und da hat zum Beispiel hier der Herr Xi Jinping hat nicht das Buch geschrieben, nein, dieses Buch, das Band 1, das sind seine Reden von 2012 bis 2014, weil er 2012 ins Amt kam. Und da hat er genau schon alles beschrieben, also mit offenem Visier, wann er welche KI-Aktivität plant, wann er welche Auslandseinsätze seiner Studenten, wie die organisiert werden. Also das ist recht gut und wer da nicht genug bekommt von, da gibt es Gott sei Dank jetzt hier die zweite Version, Version 2, die beschreibt dann nach 2014 und da kann man nachlesen, dass er zum Beispiel bis 2035 auch an der Spitze stehen will, was die ganzen Themen wie Intellectual Property angeht, also die ganzen Systeme, die da neu eingerichtet werden sollen und die auch patentiert werden sollen. Da wird China führend werden in Patentlösungen. Herr Sauer hat ja vorhin schon gesagt, dass etliche Lösungen in Deutschland auch konzipiert werden, die dann im Ausland eingesetzt werden. Es gibt europäische Staaten, die auch chinesische Lösungen wie das Credit Scoring schon einsetzen möchten. Also bitte beobachten. Ich würde ganz vorsichtig sagen, die Einschläge kommen näher. Die Einschläge und man sollte schon auf der Hut sein, was uns unsere informationelle Selbstbestimmung wert ist. Das Buch gibt es auch in Deutsch. Das Buch ist natürlich in Deutsch. Es liest sich schlimm, weil es sind die Reden vor verschiedenen Gremien und auch da wieder, wie gesagt, ist, dass das, wenn man sagt, okay, ich weiß nicht, was in Russland oder Amerika passiert womöglich, aber China fährt mit offenem Visier
China sagt, jawohl, sie wurden gedemütigt vor 200 Jahren. Sie sind jetzt dabei, alles wieder gut zu machen. Sie haben Konzepte wie über ihr Credit Scoring auch die Leute, ich würde sagen nach dem Motto SAP, also Sauberkeit, Anstand, Pünktlichkeit, organisiert werden. Wer das nicht will, der sollte sich ein wenig informieren. Womöglich ist die deutsche vorsichtige Sicht vielleicht sogar ein Verkaufsschlager mal wieder rückwärts in die ganze Welt, wenn nämlich erkannt wird, dass vielleicht doch zu viel Erwachung uns schadet. Hm. Ja, ich habe meinen Aluhut heute mitgebracht, weil es ist ja so ein Thema, wo man schnell als Spaß gemeint, aber es ist ja tatsächlich ein Thema, wo man das Gefühl haben kann, man ist schnell in einer Verschwörungstheorie, aber es ist ja tatsächlich ein, ihr seid ja, ne, du bist Ingenieur, du bist Elektrotechniker, es ist ja ein wirklich begründetes Thema. Also es ist ja nicht was eine Verschwörung ist, sondern es ist ja tatsächlich da, aber trotzdem geht es uns nicht wirklich an. Woran liegt das? Warum ist uns Datenschutz so wenig wert? Wissen wir zu wenig oder sind wir zu bequem? Oder ja, sowas wie Blutdruck, hoher Blutdruck. Ja. Man hat ja kein Problem erstmal. Und der Arzt sagt einem vielleicht, man soll immer was ändern. Man merkt, dass es zu spät ist. So. Und die Nachteile, die ich ja in der Folie ein bisschen beschrieben habe, die merkt man in der Regel ja auch nicht so richtig. Also eigentlich kann man nur über informieren, was im Hintergrund passiert. Das habe ich heute ein bisschen besucht. Ist natürlich nur ganz oberflächlich. Wer da mehr Daten haben will oder mehr Interesse hat, bitte mir eine Mail schreiben. Wir haben so viele Details. Unglaublich, was da alles wirklich passiert. Da reichen die Stunde jetzt nicht aus. Und das Einzige, was hilft, ist Aufklärung. Und man sollte einfach sich um die Themen kümmern. Aufklären und kritisch bleiben, das ist eben gesagt. Und wenn man mal guckt, die Datenschutzgrundverordnung, die ist ja teilweise auch sehr zerpflückt, so nach dem Motto, jetzt müssen die Armen... Das ist eine Frage hier, genau. Was ist denn mit der Datenschutzgrundverordnung? Hat die zum Datenschutz beigetragen? Gibt's? Unbedingt. Es ist so, das Speichern von persönlichen Daten ist verboten. Das ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Der Erlaubnisvorbehalt ist in Artikel 6, 1, A bis F geregelt. Und da ist zum Beispiel die Einwilligung steht da drin oder vertragliche Bedingungen oder auch berechtigtes Interesse. Mhm. Das heißt, das ist erstmal alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Richtig. Und wenn ich aber jetzt die Einwilligung hole, dann ist im Prinzip, Entschuldigung, alles erlaubt. Mhm. Und dann ist sogar umgekehrt, dass ein Datensammler natürlich die Datenschutzgrundverordnung einhält, weil er die Daten ja sicher speichert. Mhm. Er schützt sie vor fremdem Zugriff. Nur was er selbst noch mit meiner Erlaubnis alles tut, das sollte ich genau wissen. Hm. Gibt es irgendwas Hoffnungsvolles, was ihr sagen könnt? Na, ich glaube, können wir irgendwas tun? Also außer die Trotzboxen zählen, aber kann der Gesetzgeber überhaupt noch beispielsweise was tun? Kann uns ein Staat, eine staatliche Organisation in diesem Geflecht von Firmen, in diesem Netzwerk, wenn das mit einer Datenschutzgrundverordnung juristisch nicht kann man überhaupt dem was entgegensetzen? Ja, wir haben ja hier wahrscheinlich auch einige, die vielleicht Webseiten programmieren. Mhm. Und wenn denen das nicht bewusst ist, was sie da wirklich machen, dass sie da so ein Feature programmieren. Mhm. Genau, und es gibt immer Möglichkeiten, die gleichen Features seinen Kunden anzubieten, ohne dass man diese Firmen anbindet. Leider ist das Know-how, wie das geht, nicht so verbreitet. Das ist das Hauptproblem. Ansonsten, wenn man das weiß, wie das geht, kann man das als Programmierer oder Webseitengestalter schon verhindern. Mhm. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Oder App-Programmierer, genau das gleiche Thema. Und darüber werden ja in erster Linie die meisten Daten gesammelt im Moment. Deswegen wollte ich auch sagen, die Datenschutzgrundverordnung, die ist ein bisschen in Ruf gekommen, so nach dem Motto, die Großen sammeln weiter und die Kleinen... Die Turnvereine werden gehängt. Haben jetzt Arbeit und müssen sich um das Thema kümmern. Andererseits sind die Turnvereine oft diejenigen, die Daten dahin liefern. Turnvereine natürlich in Anführungszeichen, sagen wir die kleinen Firmen, ohne dass sie wissen, was sie da eigentlich machen. So, deswegen, die großen Firmen, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern wahrscheinlich, bis die irgendwann mal in die Schranken verwiesen werden. Da müssen noch viele Prozesse geführt werden, aber es geht langsam los. Wir hoffen nur, dass die Datenschutzgrundverordnung noch einige Jahre Bestand hat. Mhm. Und da gibt es noch eine E-Privacy-Verordnung, die hoffentlich irgendwann kommt, die noch mal ein bisschen mehr einschränkt und ein bisschen mehr Klarheit schafft. Aber da sind die Lobbyisten auch schon stark dran, die zu verhindern oder aufzuweichen. Mhm. Carsten schreibt, das ist eine tolle Aussage. Es war heute mehr Oho statt Aha.
Und hier nochmal einiger Dank, dass es sehr aufschlussreich war. Wir werden das Webinar, dieses unseren Donnerstalk auch nochmal veröffentlichen und euch darüber informieren auf unseren Kanälen vom Heimathafen, wo das erscheint, wahrscheinlich auf YouTube, man traut sich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wird schon. Und hier haben wir nochmal eine Link-Empfehlung, eine Buchempfehlung. Robert Rothmann und Benedikt Buchner, der typische Facebook-Nutzer zwischen Recht und Realität. Interessanter Beitrag unter anderem zum Thema Informed Consent. Und hier noch eine Frage oder eine Vernetzungsanfrage. Carmen arbeitet im Personalbereich und beschäftigt sich mit dem Thema E-Mail-Bewerbung und dem Thema Remote Work, natürlich auch ein großes Thema für Personalverantwortliche, das ist natürlich auch kritisch. Wer möchte, kann mit mir in das Thema konkreter einsteigen. Also wer da Interesse dran hat, kann im Chat ja gerne Carmen schreiben. Habt ihr dazu was zu sagen, Personal? Ja, es trifft nicht nur Personal. In Zeiten von Remote Work und E-Mail-Bewerbung. Ist ja nicht nur jetzt, dass ich eine Bewerbung kriege oder jetzt Personalsachen. Da sind natürlich personenbezogene Daten ganz typisch. Aber es gibt natürlich fast alles, was ich in der Firma mache, ist meistens personenbezogen. Ganz schlimm finde ich im Moment, was die Fahrzeughersteller so machen. Mhm. Weil wenn man sieht, was die Fahrzeuge mittlerweile für Daten sammeln, und das sind eben nicht nur die Elektrofahrzeuge, die Verbrenner ganz genauso. Und da hat man ja überhaupt keine Chance mehr, das zu behindern. Da hoffe ich natürlich auch, dass weil man keine Totbox dazwischen schalten kann, beispielsweise. Das ist schwierig, aber auch unmöglich. Mhm. Aber ich meine, man hat keine Möglichkeit, irgendwie in das Fahrzeug einzugreifen. Die haben die SIM-Karte direkt eingebaut, die gehen direkt über mobile Verbindungen direkt zum Hersteller oder auch zu anderen Firmen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach dringend unterbunden werden muss und wo der normale, und was ja auch für den Fahrzeugbetrieb überhaupt nicht notwendig ist. Also eigentlich müsste die Datenschutzgrundverordnung da tiefer reingreifen. Aber da gibt es im Moment auch schon einiges an Diskussionen. Aber mal sehen, ob man die OEMs, die Fahrzeughersteller, da mal irgendwann greifen kann. John Drecker möchte noch eine total unnötige Organisation erwähnen, die da Digital Courage heißt. Also was die machen, das ist auch gegen jede Vernunft. Also die haben jetzt gerade gegen Tesla ihren Big Brother Award vergeben. Geht auch gegen eine Landesministerium wegen Einsatzes von Office 365, also bodenlos. Wer mal sehen möchte, was dort also veröffentlicht ist, würde ich auch empfehlen. Digital Courage ist auch eine interessante Seite, damit man auch sieht, es gibt an verschiedenen Ecken und Enden Aufklärung. Und zu deiner Frage nochmal von vorhin, Hoffnung. Wir glauben, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist schon sehr, sehr wertvoll. Und da geht es um einzelne Leute, nicht um die Masse. Wir hoffen nur, dass sich viele junge Leute drum kümmern, weil ganz plump gesagt, wenn es dann um die Kinder und die Nachwüchse geht, ist es umso wichtiger, dass die nicht schon sozusagen datenmäßig verteilt wurden, bevor sie selbst darüber entscheiden können. Mhm. Und wir finden auch, dass Datenmündigkeit und Medienmündigkeit wertvoller ist als Medienkompetenz. Also ich muss nicht alles bedienen können, ich muss auch wissen, wie es im Hintergrund funktioniert. Und da wünschen wir und unterstützen auch Aufklärung. Okay. Wir hatten das eben auch im Chat nochmal veröffentlicht. Den John oder Dieter kann man treffen. Dietmar. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Dieter. kann man auch treffen bei den Arbeitskreisen vom Verband, vom Verein der Ingenieure. Den Link haben wir eben in den Chat geschrieben. Kannst du dazu noch mal was sagen, was da passiert bei den Arbeitskreisen auf der Stadt? Ja, das sind 9 Veranstaltungen im Jahr. Die waren die ganze Zeit in Mainz an der in JGU, an der Uni. Und die sind mittlerweile auch im Netz. Das heißt, der nächste ist Anfang November. Da geht es um das Thema Wahrheit. Und da ist eine Professorin aus Mainz, die dazu erzählt. Das ist hochinteressant, weil man meint, Wahrheit wäre so 5x5 bis 25, das ist auch okay. Aber allein, wenn man die beiden Hände in kaltes und warmes Wasser legt und dann in einen Behälter, dann hat man selbst auch die Feststellung, das Wasser ist warm oder kalt. Mhm. Das ist eine Frage vom Umfeld, was Wahrheit ist. Und das wird in Zukunft noch viel schlimmer, weil die Schutzziele sind ja Confidentiality, also nach dem Motto, nur der Richtige darf zugreifen. Integrity, das ist also, ist der Inhalt, der abgeschickt wurde oder ankommen ist. Und A ist Availability, nach dem Motto Verfügbarkeit. Und das kann man sich auch gut merken, weil das ist CIA und gibt dann CIA.
Ja, nur eine Frage wegen Content Management, habe ich gerade gesehen. Genau, die, wenn ich Volkmar fragte, schütze ich mich, wenn ich nur Cookie-Consent gebe für essentielle Daten? Also wenn man die Option hat, ist natürlich besser, wenn man das auswählt. Allerdings ist es leider so, sobald dieser Cookie-Consent-Management-Pop-up kommt, sind die meisten Daten schon weggeschickt. Ist natürlich auch nicht legal, aber es ist leider so. Und meistens wird das gar nicht angeboten, nur essentielle, sondern da gibt es dann einfach, ja, okay, oder Dateieinstellungen. Das ist bewusst so gemacht. Weil wenn man dann die Dateieinstellungen geht, dann verliert sich der normale Mensch total, weil das ist extra so kompliziert alles beschrieben. Also man sollte sich die Mühe machen, dann, wenn nur die zwei Optionen gibt, in die Dateieinstellungen gehen, wirklich alles ausklammern. Meistens ist es dann schon ausgeklammert, der Rest. Und wenn dann nur das Speichern drückt, meistens der graue Button, der ganz klein ist, nicht der rote, also natürlich der grüne, dann hat man zumindest mal an der Stelle vielleicht ein bisschen was bewirkt. Aber im Endeffekt nutzt nicht viel, auch wenn gar keine Cookies gesetzt werden. Die meisten Tracking funktionieren mittlerweile ohne Cookies. Dieser Fingerprint, mit dem ja die Wiedererkennung gemacht wird, der braucht in der Regel gar keinen Cookie. Braucht eigentlich gar keinen Cookie. Okay, gut. Carsten erstellt Websites und das nur ohne Cookies, hat er geschrieben. Wunderbar. Ja, das ist ein Anfang. Und wir können vielleicht nochmal, genau, den Link hattest du noch geschickt zu den Arbeitskreisen. Vielen herzlichen Dank. Genau, das ist die Beantwortung zu Cookie Consent. Dann sind jetzt hier soweit keine weiteren Fragen oder Anregungen mehr. Ja, spannend. Es ist ein Thema, was schnell tatsächlich auch philosophisch wird, wie du sagtest, eben mit Wahrheit und über große Fragen. Ne? Was sind wir als Gesellschaft? Fake News, ja. Wahl, die Wahl. Ja, insofern, ja, bleiben wir kritisch, vielleicht das um zusammenzufassen und informieren wir uns. Das ist sicherlich schon mal ein guter Anfang. Wir hoffen, dass wir dazu beigetragen haben heute Abend ein bisschen. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Und ja, wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen beim nächsten Donnerstag bei einem unserer Veranstaltungen. Schaut da gerne auf die Seite vom Heimathafen, was wir da anzubieten haben, auf unserer Internetseite. Wir reden vielleicht auch noch mit unserem Website-Entwickler darüber. Also danke an euch fürs Dabeisein. Vielen Dank, Dieter Carbon, alias John Tracker. Vielen Dank, Hermann Sauer. Und ja, vielen Dank, Sebastian, für die Regie im Hintergrund und fürs Aufbauen. Und ein letztes Danke nochmal an die Möglichmacher, an die Hessenagentur, die Hessische Wirtschaftsförderung. Einen schönen Abend noch und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Tschüss.